Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Boah, wenn ich mich jetzt gerade hier so in der Kamera angucke, mit meinem Leopardenblüschen und den streng nach hinten genommenen Haaren und den Ohrringen, sehe ich irgendwie, sehr streng aus. Obwohl es ja gerade irgendwie voll im Trend ist, ne, mit diesen sehr strengen Haaren nach hinten. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das steht mir nicht. Ich habe einfach irgendwie die Stirn, da ist zu viel Stirn. Hi, wie geht's euch? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten schon ewig uns nicht mehr so richtig gesprochen. Meine letzten Videos waren ja keine Vlogs so in dem, obwohl doch, das mit den Instagram-Bildern war eigentlich schon eine Art Vlog. Falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, ich habe euch mal so mitgenommen, wie Instagram-Bilder bei mir entstehen. Und das waren tatsächlich sogar eure, beziehungsweise halt von meiner Community auf Instagram, ich denke mal, das seid ja auch ihr, die Ideen, was für Fotos ich machen soll. Und die habe ich umgesetzt, das waren echt total verrückte Sachen. Und ich mag das Video total gerne, also mir hat das so viel Spaß gemacht. Also schaut da gerne einfach mal rein, vielleicht ist der ein oder andere da ein bisschen abgeschreckt vom Titel oder so, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist das halt ein Vlog und man sieht halt einfach mal, was einfach hinter solchen Instagram-Bildern alles steckt. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, heute haben wir Mittwoch und ich mache mich jetzt gerade fertig, denn für mich geht es jetzt gleich nach Düsseldorf tatsächlich. Ich bin im Moment irgendwie häufiger in Düsseldorf, weil ich da ein bisschen Arbeit immer zu tun habe. Aber heute verbinde ich das noch mit ganz vielen anderen Dingen. Und zwar zum einen geht es für mich zum Friseur. Es ist mal wieder an der Zeit, deswegen habe ich auch meine Haare heute halt absolut nicht gemacht, sondern nur einen Zopf. Meine Tape-Extensions sind halt bestimmt so ein Stück rausgewachsen und da muss man dann halt regelmäßig hin, um die hochsetzen zu lassen. Ihr fragt euch vielleicht, hä, okay, aber warum Düsseldorf? Du gehst doch sonst immer nach Köln zum Friseur. Das stimmt. Ich muss dieses Mal wahrscheinlich einmal woanders hingehen, weil nämlich mein Stammfriseur gerade geschlossen hat. Aber ist ja auch kein Problem. Ich gehe heute zum Dashi. Den kennen ja auch viele. Da gehen ja auch super viele meiner Kollegen hin. Barbara zum Beispiel auch. Und ich hoffe, dass ich da in guten Händen sein werde. Genau, also das steht auf dem Programm. Ich muss mal gucken, was genau heute gemacht wird. Ich würde gerne die Haare ein bisschen abmattieren lassen, die Extensions hochsetzen, eventuell ein bisschen kürzer schneiden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Haare sind super schnell gewachsen. Die waren ja so auf dieser Länge, also genau so bis zum Schulteransatz, sag ich mal. Und jetzt sind die bestimmt schon wieder hier. Das ist irgendwie total krass. Naja. Ja, und ansonsten, apropos Barbara, verbinden wir das Ganze auch noch und wir treffen uns in Düsseldorf. Sie hatten mich heute zufälligerweise auch da einen Termin. Sie bekommt da heute, glaube ich, ihre obere Zahnspange raus. Und danach wollen wir dann zusammen Mittagessen gehen. Ja, und dann habe ich um 17 Uhr noch einen Termin in Düsseldorf für ein Projekt, in dem ich jetzt schon länger arbeite. Da geht es jetzt gerade so richtig in die heiße Phase. Und ja, das ist mein Tag heute und ich dachte, ich vlogge, weil einfach sehr viel los ist. So, ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen, Friseur, und es ist ein richtiges Kackwetter heute. Das ist echt toll, weil ich ja heute den ganzen Tag durch Düsseldorf rennen werde. Naja, was will man machen? Ich habe einen Regenschirm mit, habe eine Lederjacke an. Es ist auch richtig kalt, sind irgendwie nur 12 Grad oder so und ich habe hier nur so ein ärmelloses Blüschen drunter. Naja, so, ich muss jetzt mal rein und dann gucken wir mal, wie meine Haare nachher aussehen. So Leute, ich bin jetzt fertig. Das Licht hier im Auto ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber ich bin auf jeden Fall wieder sehr hellblond. Ah. So kann man es vielleicht ganz gut sehen. Ah, das ist aber auch immer schwierig mit dem Licht. So, ich habe es dunkler gemacht. Ja, ist ein sehr schönes, kühles Blond wieder geworden. So schön silbrig, wie ich es mag. Wir haben nur sehr wenig von den Tapes wieder reingesetzt. Die meisten habe ich jetzt hier in der Tüte tatsächlich, weil ich gesagt habe, es war mir vielleicht doch ein bisschen viel und ich wollte es ein bisschen natürlicher und leichter haben. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und jetzt fahre ich direkt mal los, denn ich glaube, Barbara wartet schon auf mich und wir gehen jetzt endlich essen. Ich habe heute noch nichts gegessen und wir haben 15 Uhr. Hunger! So, ich habe es endlich geschafft. Barbara ist da. Du bist ein bisschen Gegenlicht. Du bist sehr dunkel. Ah ja, jetzt sieht man es. Und wir sind jetzt hier bei Sattgrün und essen jetzt erstmal zu Mittag. Um
Wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr. Oh ja, fast 16 Uhr. Schön. Kathi hat noch gar nichts gegessen. Nee, tatsächlich noch nicht. Böse. Ich freue mich aber jetzt hier drauf. Das ist jetzt hier so ein veganes Restaurant tatsächlich. Da kann man sich alles mögliche auf den Teller klatschen. So sieht's auch aus, aber sieht sehr lecker aus. Also bei dir immer noch weniger als bei mir. Ich habe es versucht, dass hier so meine Hauptspeise ist und hier so Salat. Sehr dass gut. Jetzt wirklich geklappt hat, weiß ich nicht. Ja, Leute, irgendwie habe ich gedacht, ich könnte heute viel mehr vloggen, aber ich war irgendwie voll der Fail beim Vloggen heute. Ich habe mich ja eben noch mit Barbara getroffen, das habe ich ja kurz gezeigt. Wir hatten aber auch nicht viel Zeit, dann musste ich nämlich jetzt los zu meinem nächsten Termin. Und der ist jetzt fertig und jetzt haben wir schon wieder 7:30. Ja, wir haben auf jeden Fall gerade coole Sachen besprochen, die hoffentlich dieses Jahr ihr noch genauer erfahren werdet, was das sein wird. Und ja, jetzt fahre ich erstmal wieder eine Stunde nach Hause. Ja, und dann ist der Tag auch schon wieder um. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag. Ich sehe jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Mein Gesicht ist ganz rot. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe gerade ziemlich heiß geduscht. Ich glaube, daran liegt's. Wow. Ja, ich habe jetzt einen Termin im Nagelstudio und kriege meine Nägel aufgefüllt. Die sehen gerade so aus. Also ein gutes Stück rausgewachsen. Ich fand die Farbe aber echt cool. Das ist irgendwie so ein Aprikot. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich heute für eine Farbe mache. Mal schauen. Ja, und das mache ich jetzt erstmal und zeige euch dann meine Nägel. Und dann geht's kurz zu Jenny. Und zwar wollen wir zusammen Mittagessen. So, und schon bin ich vom Nageltermin wieder zurück. Ich habe mich heute einfach für so ein ganz natürliches Rosa entschieden. Ich habe es jetzt auch geschafft, mich endlich ein bisschen fertig zu machen. Denn ich laufe jetzt los mit Milo und wir gehen jetzt zu Jenny. Da werden wir jetzt zusammen ein bisschen kochen und Mittagessen. Vielleicht darf ich ja auch ein bisschen von ihr die Wohnung zeigen. Die ist ja jetzt ganz neu umgezogen und hat richtig cool alles Mögliche neu eingerichtet und renoviert in der Wohnung. Und das hat sie echt richtig schön gemacht. Ja, und da gehe ich jetzt mal los. Und ich muss sagen, ich bin echt happy mit meinen Haaren. Die sind super schön hellblond. Also, das sieht echt gut aus. Aber ich hoffe, die haben jetzt nicht wieder so gelitten, weil wir halt ein bisschen neue Strähnchen gemacht haben. So, ich bin jetzt bei der Jenny angekommen. Hallo. Und ich habe die Erlaubnis, ein bisschen ihre tolle Einrichtung zu zeigen, weil wie gesagt, die ist gerade umgezogen und auf ihrem Instagram-Kanal, da könnt ihr auch schauen, so Vorher-Nachher-Bilder. Die hat zum Beispiel hier aus der Wohnung die Bäder richtig geil renoviert. Was hast du denn nur da gefangen? Ein freilaufendes Teil. Der ist richtig dekorativ in der Wohnung, der passt so gut hier hin. Behalte ihn. Und ich zeige euch mal eine Ecke hier im Wohnzimmer, die ich richtig schön finde. Finde ich richtig cool mit den schwarzen Regalen da hinten über Eck. Ich kann mir mal ein bisschen heller einstellen. Hier muss ich ja kaum was. So. Genau, richtig schön hast du das gemacht. Dankeschön. Doch. Und dein neues Badezimmer wolltest du mir noch zeigen. Genau. So, und so, das hat sie aus dem Badezimmer gemacht. Die ganzen Fugen waren vorher schwarz, jetzt sie alle weiß angemalt. Das war voll die heftige Arbeit. Das ne? war echt krass, ja. Und jetzt ganz neu hat sie noch hier oben grün gestrichen. Finde ich auch richtig schön. Ich hatte nämlich tatsächlich auch auf meinem Pinterest-Account habe ich auch eine Pinnwand mit so Badezimmer-Inspiration fürs Haus dann. Ja. Und da ist ein Badezimmer, das hast du dann auch gepostet, ah, das okay. ich genau auch gepinnt hatte mit dem ja. Grün oben, weil ich das auch echt cool finde. Ja, habt das schön gemacht, richtig gemütlich Dankeschön. Bei euch. So, wir kochen jetzt zusammen. Was heißt kochen? Eigentlich ist es fast ihr Backen. Stimmt. Und zwar machen wir Flammkuchen. Der schmeckt richtig gut. Das ist ein Thermomix-Rezept. Der nennt sich Flammkuchen mit Ziegenkäse und Honig. Oh, hast du Rosmarin? Ja, hier vom Fenster. Ah, okay, ganz praktisch. Einmal außen rum. Zumindest ist der Flammkuchen jetzt vorbereitet. Der kommt jetzt gleich in den Ofen. Das sieht echt sehr gut aus. Mit den Zwiebelringen und dem Honig und dem Ziegenkäse. Yam, yam, yam.
Die Jenny hat mir gerade ihr Freundschaftsbuch in die Hand gedrückt und ich darf das jetzt ausfüllen. Jetzt mache ich hier dieses This or That. Kreise den zutreffenden Begriff ein, okay. SMS oder Anruf? Boah, theoretisch eher Anruf. Instagram oder Snapchat? Ganz klar Instagram. Apple, Samsung, Apple. Kino, Netflix, Netflix. Tablet, Laptop, Laptop. Book, E-Book, Book. YouTube, TikTok, YouTube, Story, Feed. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Finde ich beides gut. Ich kreis beides ein. Da kann ich mich nicht entscheiden. Foto, Video, Video, Serie, TV-Show. Serie. E-Mail, Brief, ja, E-Mail. Easy. So, jetzt muss ich einen typischen Satz von mir hier hinschreiben. Mir fällt nichts ein. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog, das stimmt. Das ist ein typischer Satz. Aber das sind irgendwie so YouTube-Sätze, die sage ich ja nicht im wahren Leben. Im wahren Leben, was sage ich da? Woran hat er die Lehen? Vielleicht? Oh, mir fällt nichts ein. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren kommentieren, was ich so sage. Vielleicht fällt euch ja was ein. So, ein bisschen später bin ich jetzt mit Philipp in Bonn unterwegs. Und wir steuern jetzt gerade erst einmal einen Plattenladen an. Mein Bruder hat nämlich jetzt am Samstag Geburtstag und er hat einen Plattenspieler bekommen. Und jetzt möchte ich ihm natürlich auch noch irgendwie eine coole Platte dazu kaufen. Und ich bin gespannt, ob wir da was finden, was halt auch seinen Musikgeschmack dann trifft. Und ob wir den Laden jetzt erstmal finden, weil den habe ich hier noch nie gesehen. Hier gibt es jetzt einen Lukas Podolski Dönerladen und schaut euch mal die Schlange davor an. Die stehen hier einfach Schlange, um dann Döner zu kriegen. Gefunden. So, wir waren erfolgreich. Wir haben jetzt zwei Platten gekauft zum Geburtstag. Einmal Nirvana, so ein Unplugged-Album und das hier. Ich glaube, da wird sich mein Bruder sehr freuen. Wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause und ich habe mir noch ein paar Basic-Sachen bei Zara gekauft. Nur es war unglaublich voll in der Stadt und die Umkleidekabinen, da standen die echt Schlange bis keine Ahnung wohin. Deswegen habe ich die Sachen nicht anprobiert. Ich hoffe einfach mal, dass die mir passen. Ich glaube, die werde ich jetzt mal mit euch zusammen anprobieren und wir gucken mal. Wie gesagt, das sind alles so Basics und das kann man immer gut gebrauchen. Meine ganzen Basic-Sachen sind irgendwie schon so verfärbt, insbesondere meine weißen T-Shirts. Die haben so eklige Deo-Ränder und sehen einfach nicht mehr so gut aus. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen gefunden und die ziehe ich jetzt mal mit euch zusammen an. So, ich habe jetzt die Kamera noch heller gestellt, weil es nämlich jetzt ein bisschen dunkel schon wird. So, das ist das erste Oberteil, was ich gekauft habe. Und das ist so ein Oberteil, das habe ich tatsächlich gekauft durch TikTok. Das habe ich nämlich da gesehen. Das hat nämlich so Schulterpolster tatsächlich. Und das fand ich, ja, zumindest bei anderen ganz cool. Das wäre jetzt eigentlich ein Teil gewesen, was ich gerne vorher anprobiert hätte. Denn ich glaube, ich hätte es lieber in der Nummer größer genommen. Das Gummi hier unten ist nämlich irgendwie sehr stramm. Ich weiß auch nicht, also irgendwie, oh, vielleicht leiert das noch ein bisschen aus. Ansonsten sitzt es, denke ich, ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht eher ein Fehlkauf war. Was ich halt auch nicht mag, ist, ich habe jetzt natürlich einen schwarzen BH an. Seht ihr, wie stark ausgeschnitten das ist? Ich meine, es ist ganz cool, es kann, glaube ich, ganz cool aussehen. Es könnte aber auch für meinen Geschmack ein bisschen länger sein. Bin nicht so begeistert. So, das ist das zweite Teil und das finde ich sehr schön. Das ist einfach so ein Tanktop mit einem geraden Ausschnitt in so einem schönen Königsblau. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein bisschen kürzer geschnitten, aber nicht zu kurz. Also das kann man noch so ein bisschen in die Hose reinstecken. Also das war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Das gefällt mir. So, dann habe ich dieses T-Shirt mitgenommen in zwei Farben. Einmal in diesem, was ist das? Grün? So ein bisschen? Grün-blau. Und einmal noch in weiß. Ich fand nämlich das hier so schön, weil das so ein, ja, so einen breiteren Bund hat, auch an den Armen und auch hier, nee, da unten nicht. Okay, da unten nicht. Aber es hat auch einen dickeren Stoff und das finde ich irgendwie ganz schön. Ja, und das ist das T-Shirt in weiß. Das hat halt so einen relativ normalen Schnitt, würde ich sagen. Also nicht zu weit, aber auch nicht irgendwie eng.
Finde ich sehr angenehm zu tragen. So, und zu guter Letzt habe ich mir dann einfach noch so ein schwarzes Tanktop gekauft. Das ist auch aus einem dickeren Stoff. Das fällt auf jeden Fall echt groß aus. Ich habe es schon extra in S gekauft. Normalerweise trage ich halt immer M, aber ich habe es schon direkt gesehen, dass es halt recht groß ist. Und ich glaube, ich hätte sogar fast XS nehmen können, weil es immer noch ein bisschen labberig ist. Ja, aber trotzdem ist es okay. Ist halt immer gut, wenn man auch mal solche Basics zu Hause hat. Da habe ich nämlich auf jeden Fall nicht genug von. Ja, das kann man halt immer gut so zu einer Jeans ganz einfach kombinieren. Vielleicht dann noch einen Blazer drüber oder so. Finde ich ganz cool. So, ich werde jetzt auch mal anfangen, diesen Vlog zu schneiden, damit der am Wochenende dann online gehen kann. Und deswegen würde ich den auch ganz gerne dann an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!